Wir kommen heute zu einem weiteren Spiel, und zwar Gordus Vaas. Das ist ja entweder eine Ergänzung oder ein Nachfolger von Gordus, was ehemals das ja, Populus Games wieder, oder vielmehr die God Games à la Populus wieder beleben sollte. Und ja, ich habe jetzt zufällig gesehen, dass eben dieses Gordus Vaas dort rausgekommen ist. Da ich Gordus vor über 2 Jahren auch schon erworben habe, habe ich das sozusagen überraschend in meiner Steam-Bibliothek entdeckt. Und ja, ich will mir jetzt einfach selbst einen Eindruck verschaffen davon, wie Gordus Vaas ist, also was man da überhaupt machen kann. Und ja, einfach mal mich überraschen lassen. Und nehme euch da jetzt einfach mit. In ja, das Spiel. Und hoffe, dass ich da einiges entdecken kann und bin auch sehr gespannt, wie stark letztlich das Spiel dann ja, inzwischen ein ja, Populus, den Sense of Populus irgendwie einfangen kann. Okay, also Gordus Vaas ist eine Mischung von Echtzeitstrategie mit den God Games Geschichten. Okay, es ist einfach und brutal. Naja, mal gucken. Wir hoffen zu zeigen, dass das Potenzial von diesem schnellen Actionspiel oder Erweiterung von Gordus, ja, was soll sein? Also, was wollen Sie demonstrieren? Dass es viel Potenzial hat. Mal schauen. It's time to abandon the peace and. Okay, also es ist Zeit, dass die Friedenszeiten enden, weil in Gordus konnte man großenteils eher ziemlich ja, ungestört irgendwie siedeln und das Ganze machen. Und genau, mal schauen, was Populus dann da zu bieten hat. Hier sind dann verschiedene Personen ja, aus dem Entwicklerteam wahrscheinlich, die jetzt hier mit verewigt wurden. Okay, it's always imagined Gordus being two games, one tranquil and one warlike. With this build we introduce the warlike element. Okay, also das ja, Ruhige und das Kriegerische, und das ist jetzt das Kriegerische. So, Gordus Vaas has been a labor of passion. Okay. Das heißt eine Arbeit der Befriedigung. They hope this brings us a step closer to the goddess. Ja, hoffentlich. Mal sehen. Also hoffentlich ist das Gordus dann in irgendeiner Form ähnlich mal zu Populus und hat eben wirklich dieses, ja, dieses irgendwie das Spannende. Das war relativ schnell. Also ziemlich einfaches Spielprinzip, aber doch teilweise ziemlich fordernd in den späteren Leveln. Okay, es ist eine Herausforderung, den Code zu schreiben, das Design, dass alles zusammenpasst. Okay, der macht das Spiel kaputt. Was ja die QA meistens sagen soll, die soll zumindest die Fehler finden. Mal sehen, ob sie gut waren bisher oder ob wir selber gleich ein paar Fehler erleben. Wenn sie das Team leiten, dann sind sie doch eigentlich nicht Produktion, sondern Leitung. Okay, den Sound höre ich ja jetzt gerade schon im Hintergrund, den ich wahrscheinlich mal schauen. Im Moment klingt er noch recht leise. Okay, ja, mal. Okay, der Coder macht die GUI. Naja, okay. So, genau, dann machen wir gleich mal die Musik aus. Okay, ich denke, so ist FX. Das sollte schon soweit passen. Ah, okay, hier kann ich also auswählen, ob ich Gordus oder Gordus Vaas spiele. Also ich will mir jetzt erstmal Gordus Vaas anschauen und mache im Zweifelsfall noch ein zweites Video, wenn es um Gordus geht.
Explanation. A real world awaits you, ready for the taking. But if you are to succeed in this epic task, you will need some help. Choose one. Wenn ich zu erfolgreich bin in dem... Wieso sollte ich dann Hilfe brauchen, wenn ich schon erfolgreich bin? Choose one of the deities to represent you on the field of goodly battle. Click on the portraits to learn about each deity. Their starting powers and personal. Choose. Okay, wie viele? Also, das sind die ganzen... Also gut, das sind nur die vier. So, der... Idiotische, aggressive Trottel, oder was? Consumed by overwhelming need to destroy everything. Okay, followers to burn. Alles, also Pfad der verbrannten Erde. Und seine Nachfolger haben die Glory of Death. So, Battle Prayer, Attack plus 2, Barbot Spawn Time, was auch immer das ist. Wahrscheinlich, wie schnell die kommen, und ein goldener Schlüssel. Okay, goldene Schlüssel hat der auch. So, the power of hungry, Moros. Das ist seine Power. Okay, der geht vor allen Dingen auf den Glauben. The Masters, okay, Moros kommt jetzt. Gut, also der geht vor allem auf Expansion, ohne dass alles vernichtet werden muss. Und Hungering Bows, Leech plus 2. Und Belief Generation, okay, mehr Glauben und ja, was auch immer sie damit leechen. Wahrscheinlich wiederum Glauben, wenn es Glauben kostet, werden sie von den anderen den Glauben rausholen. Ishtar, She of Revealry and Access. Extreme passion seen as nothing to tranquilly peace. The followers are only too happy to follow her to living with Abaddon and burning. Okay, die verbrennt auch wieder alles. Und okay, wenn der erste schon brutal ist, warum ist die das dann auch wieder? Okay, also hier haben wir ein paar mehr Follower und die Bogenschützen haben anscheinend eine größere Reichweite. Sylvanus, the Pedantic Gardener, Pedantic. A nature-based goddess with an uprising vision. Okay, es ist auch eine Frau. She obsesses shaping the land into her idea, perfection sculpting and interfaces. Okay. Okay, hat Start und also hat ein bisschen Schutz und mehr Belief. Klingt mir am. Okay, das ist zwar dann nicht ganz so brutal wie die anderen, aber ich will mir erstmal das anschauen. Und dann die Feinheiten aufbauen. Explanation. Here can you see your progress as you conquer the planet, continue by continent. Your deity is always displayed on the left. Okay, das ist der hier. Okay, ich habe einen Schlüssel und zwei von diesen Karten, die ja da wahrscheinlich sind. Das ist der Deity, das currently controls the continent, does not recognize. Achso, der Opponent hier, Morrigan. Die war jetzt nicht auswählbar, oder? Das heißt, es gibt noch andere Figuren. And does not recognize your right to rule, you must teach them. Okay. When you ready, click the next button. Okay, next button. Explanation. Capture every land to conquer the continent. Your territory is made blue and your opponent is red. Okay, das ist blau, das ist rot. To attack lands must first be unlocking with keys. Okay, wahrscheinlich die da. Okay, das heißt wahrscheinlich hier diese ganzen kleinen Felder müssen alle mit neuen Schlüsseln freigeschaltet werden. Click on a land to see details about its unlock codes. Okay, dann ist vielleicht doch nicht mit den Schlüsseln. Oder wahrscheinlich mehrere sogar. You land can always, you can unlock with flash white. Was? You land, you can unlock with flash white. Okay, was auch immer das flash white ist.
to start your battles, click on the first land here. Na dann los. Gantrick Bluff. Okay, also Unlock. Brauche ich einen Schlüssel. Jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr und kann aber angreifen. So, Belief 450. Das heißt, 400 hatte ich ja. Ich weiß nicht, ob das schon der Bonus ist. Und Gantrick Bluff. Okay, das heißt, hier brauche ich 10 Schlüssel. Hier brauche ich jeweils einen Schlüssel, drei Schlüssel. Also ich brauche drei Schlüssel zum Öffnen und ich bekomme 4 zum Freispielen. Okay, das heißt, hier gibt es dann immer zumindest einen Schlüsselüberschuss. Hier gibt es auch nur einen Schlüsselüberschuss. Hier gibt es 2. Das heißt, entweder kann ich versuchen, mich so schnell wie möglich hier irgendwie nach oben da durchzukämpfen und hoffen, dass ich dann genug Überschüsse habe. Oder ich muss erst nach und nach die anderen Bereiche freischalten, damit ich genug Schlüssel zusammenbekomme. Naja, mal schauen. So, Explanation. It's time to prepare for battle. Starting Belief, Belief Cap, bla 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 bla, bottom corner on the screen. So. Das war jetzt die eine Karte, die ich bekommen habe, und die Bonuskarte. Your opponent's displayed on the right. Okay, da ist überhaupt nichts zu sehen. Das heißt, es sind alles keine besonderen Figuren. Simply drag the cards onto the blue slots on the left. Okay, das da. There are 4 different types of cards shown under their own tabs. Bonus cards are consumed when used. Okay, Bonus cards kann also nur einmal. Other cards you keep and can use again. Okay, drop when you are ready. Gut, das heißt, die Karte kann ich sowieso jedes Mal verwenden. Pause, Bonus Card. Okay, die werde ich dann nicht schon beim ersten Mal verwenden, weil dann hebe ich mir die lieber noch auf, wenn ich die nur einmal verwenden kann. Kind of Bluff is the home of the Combustible Pancake. The people here worship the rather sticky map is you. Gut. Okay, hier geht's bloß zurück. Hier kann ich nichts weiter machen. Na dann. To battle. Cheap Card Powers. Was soll das sein? So, jetzt ist, glaube ich, genau der Punkt, wo ich die Fenster wechseln muss, weil anscheinend, zumindest das, was ich gehört hatte, dass letztlich hier ein zweites Fenster aufgemacht wird. Mal schauen, dass ich das zweite Gottesfenster finde und das dann auch umgeschaltet bekomme. Also ich höre jetzt schon, okay. Aber anscheinend ist das nicht so wie das andere im... Ja, und schon ist es abgeschmiert. Battle in Progress. Also was genau ist jetzt passiert? So, das ist jetzt das Fenster, was ich jetzt wieder sehe, nachdem anscheinend das andere Fenster abgeschmiert ist. So, Battle in Progress, Rewards Gainer. Well, this is impressing if you like the game, yeah. You now have the choice, click replay to replay the map again. Click collect for the rewards you have earned so far. Okay, was habe ich denn schon geerntet? Wahrscheinlich gar nichts. Naja, zumindest muss ich es nicht neu freischalten. Also versuchen wir das Ganze nochmal und... so, also hier jetzt wieder den Schild mit dazu nehmen. Anscheinend hat er aber den Music Volume wieder aktiviert. Und ja, dann starten wir jetzt noch ein zweites Mal. Ich hoffe, ich kann das Ganze dann... sozusagen wechseln. Also Expensive Card Powers, das sieht alles noch ein bisschen umständlich aus. Okay, ich habe das Ganze jetzt mal umgeschaltet von Vollbildfenster, nachdem die sozusagen hin und her gesprungen sind, in Window Mode. Und hoffe mal, dass das jetzt soweit. Okay, da ist nämlich die Soundeffekte, die sich dann wieder selber anschalten.
Resolutions. Wie wähle ich denn die dann aus? So, okay, dann hoffe ich mal, dass ich das jetzt umschalte. Das Ganze nicht gleich, okay. Also mit dem Vollbild funktioniert es so nicht. So, ich bin jetzt dabei, nochmal neues Battle zu starten und arbeite jetzt statt im Vollbildmodus im Window Mode, damit es hoffentlich beim Umschalten nicht abstürzt, weil mit dem Wechsel zwischen den Vollbildmodi scheint das Programm einige Schwierigkeiten zu haben. Und ja, wie ihr seht, öffnet sich das Spiel letztlich in einem zweiten Fenster und ich muss dann dort entsprechend umschalten und das richtige Spiel letztlich dort aktivieren. So. It's time for war. Use your godly sculpting power to modify the land around your battlefield. Help your followers spread their route across the land. Build expensive war to transplant troops. Command use troops to rush the opposition. Okay, also das andere ist wie gehabt, also im Endeffekt das Land vorbereiten, damit die Leute siedeln können, dann Wahrzitadels bauen, um Truppen zu rekrutieren. Und ja, ich kann hier die Karte, ich habe hier im Endeffekt aktuell nur die eine in der Truppe, also während der Schlacht einsetzen. Okay, und das erste ist jetzt sozusagen das Tutorial. So, das hier sind die Ziele. Alle Hütten letztlich zerstören. Und Expensive Card Powers, was auch immer das letztlich genau bedeutet, weil das weiß ich noch nicht genau. So. Buffs sind aktuell keine aktiv. Also das hier ist ja im Endeffekt das, was sozusagen ausgewürfelt wurde, sozusagen für das Spiel. Jetzt ist die Frage, you need some soldiers. Okay. Muss ich da jetzt irgendeinen Punkt setzen? Wahrscheinlich nicht. Okay, das ist mein Glaubensspeicher. Your Warband is ready. Click to the banner. Okay, damit sind die Truppen selektiert. Und rechtsklick, damit die darüber laufen. Ja, muss ich jetzt nicht noch irgendwas siedeln? Laufen die nur darüber? Also weiter rauszoomen kann ich aktuell auch nicht. Ist nicht sehr viel, was ich hier machen kann. Ich werde die Auflösung mal noch ein bisschen runtersetzen, weil sonst sehe ich nämlich nicht alles. So, jetzt sollte ich das gleiche sehen, wie es bei euch, wie ihr es letztlich schon auf dem Screen gesehen habt. Okay, die haben da jetzt ein bisschen rumgekämpft und haben. Okay, die kämpfen noch weiter und machen alle Gebäude platt. Und steigen auch im Level auf. So, eine zweite kann ich nicht direkt machen. Also Arundel Level mit einem Stern. Eine mal 10. Size to next level kann ich eine Warband Size mehr machen. Also aktuell kann ich nur eine machen. Das heißt, ich muss hier also mehr Platz schaffen. Aber hier müssten ja eigentlich im Moment die Leute rumlaufen, damit die siedeln, weil das sind ja schon die Quadrate, um letztlich sich anzusiedeln. Greifen auch nur das an, was in ihrer Reichweite ist. Aber das heißt, hier im ersten Level gibt es nicht viel zu tun. Die Leute werden nicht angegriffen. Das war's. Okay, das ist dann sozusagen für das erste Level ziemlich einfach.
ist jetzt sozusagen wieder vom anderen Fenster im Hauptfenster gewechselt. Und ja, so, dann muss ich mal schauen, dann müsste ich das hier wahrscheinlich jetzt eins nach oben bewegen. So, jetzt kann ich mir hier irgendwie zufällig eine Karte aussuchen. Force March Speed mal 2. Okay, das heißt, dann laufen die ein bisschen schneller. Kann ich jetzt eigentlich hier beliebig wechseln? Ich habe jetzt eh nur einen Schlüssel. Das heißt, dadurch wird sozusagen beschränkt, dass ich nicht beliebig vorwärts laufen kann. Das heißt, ich habe jetzt die Auswahl zwischen This land is not joined to an... Ah, okay. Ich kann sowieso nur an den anschließen. Das heißt, es ist auch hier festgelegt, letztlich die Route. Das heißt, ich muss zwangsweise den nehmen, weil die anderen kann ich noch nicht freischalten. Okay, Unlock. So. Die haben Belief 250, haben aber keine Followers. Ich habe 10 Follower und 450 Belief. Hier hatte ich... weiter da. Ja, 12 Versuche von wegen. Attempt 12, Lost 0, Kill 2. Okay. Naja. Also, dann die nächste. Wieso hat er jetzt eigentlich schon wieder die Musik an? Das heißt, er merkt sich nicht, dass diese Musik deaktiviert werden soll. Das finde ich schon wieder... Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich denke, also da hat die QA aber ziemlich Mist gebaut. Weil es wäre ja das Einfachste festzustellen, dass dort immer wieder irgendwas reaktiviert wird. Also, okay, das heißt, die Truppenbuffs sind jetzt hier beide verfügbar. Das sind ja dauerhafte Karten. Und dann geht es einfach... Und der hier ist jetzt... Achso, da muss ich den Toggle Fullscreen ausmachen. So. Okay, für euch wird das alles auf Fullscreen gestreckt. Von daher, das sollte jetzt keinen großen Unterschied machen. Okay, so, also, auf in die nächste Schlacht. Und, so, High Increase, also Höhe vergrößert den Schaden. So, jetzt ist hier wieder diese Sache... dass ich für das Fenster das noch einstellen muss, dass das gestreckt wird. Nee. Okay, so, damit die auch Vollbild bleiben und letztlich dann oberhalb der anderen liegen. Also hier haben wir jetzt die Siedler, die letztlich ihre kleinen Hütten bauen und You need a Citadel, Sculpture Flat Area, more Abydos. Okay. So, einfach das ganze Zeug hier wegmachen. Hier glatt machen. Hier ist auch schon wieder der Sound an. So. Okay, Soundeffekte kann man noch ein bisschen laufen lassen. Privacy Policy, was ist das? Passiert nichts. Surrender, help, about. Okay, da geht eine Webseite auf. Achso, die Privacy Policy ist auch im Endeffekt dort abgestellt. So. Okay. So, die ersten Abydotes sind fertig. Einen Hinweis habe ich jetzt noch nicht bekommen, ob ich irgendwas speziell machen soll, damit ich die... Okay, der Valut, also der ist das Belief, was hier generiert wird, wird anscheinend automatisch übernommen. Ah ja, und hier ist Click on a Citadel to activate your Citadel's Commission Power. Ah ja. Okay, dann werden die zusammengefügt. Was? After squishing over many abodes, you can click accept to create. Ah, okay. Das heißt, davon kann ich dann
je nachdem, wie weit ich das wegmache, wenn ich da zu wenig reinnehme, dann so bekomme ich sogar 4 Sternchen. Und wenn ich das jetzt noch nicht machen will, okay. Wenn ich die erstmal noch ein bisschen weiter ausbauen möchte, na komm. Im Endeffekt, mir hat das schon ganz gut gefallen, auch wenn es ein bisschen fummelig ist mit der Ausweitung, mit diesen verschiedenen Ebenen und dass man hier sozusagen die einzelnen Schichten dann weiter abbauen kann. So, jetzt erstmal die Palmen hier noch entfernen. Kriege ich das natürlich nicht mehr weit genug weg, weil hier schon die anderen siedeln. Ich glaube, es gab auch irgendwie die Möglichkeit mit Shift oder irgendwie die Felder zu beeinflussen. Also, dass man da dann noch ein bisschen, muss mal gucken, wo eigentlich hier, okay, da unten ist 760. Aber aktuell scheint das Belief nicht verbraucht zu werden, während ich hier baue. Weil normalerweise kostet natürlich auch die Landbewegung irgendwelche Gotteskraft, aber scheint jetzt in dem War-Teil, also in den kriegerischen Aspekten, eine untergeordnete Rolle zu spielen. So, 500 waren für die Zitadelle notwendig. Mal gucken, was jetzt... Okay, die sind noch nicht fertig. Aber so viel mehr werden es jetzt auch nicht. Gut, lassen wir mal die paar an der Seite noch durchlaufen. Und mal gucken, ob man dann gleich einen 5-Sterne-Block hinbekommt. Hier bleibt jedenfalls überall... Ja, genau. Also hier ist jetzt schon 5 Sterne. Das... Ja, akzeptiert. Sieht ein bisschen kreuz und quer aus. Info. Genau, das heißt, ich fange jetzt ein 5-Sterne-Level an und ich kann 2 Stück unterhalten. War Bandzeit 14, das heißt, vorhin waren es ja nur 10. Jetzt ist natürlich die Frage, wie vergrößere ich das Ganze? Siedeln die dann jetzt hier drumherum und ich kann die dann einfach wieder dazufügen. Ach genau, ich konnte die ja einfach mit Klicken entfernen, das heißt, ich kann einfach auf den Baum klicken und dann wird er auch entfernt. It looks like your objective is guarded. Select a warp in a right-clicked on the enemy to attack them. Okay, das heißt, da kann ich die dann direkt angreifen, aber warum sollte ich die angreifen? Ich kann ja meine Truppen erstmal trainieren lassen, aber wahrscheinlich komme ich an denen nicht vorbei. Also, right-click. Okay. So, das sind jetzt nur 6 Stück. Ja. Also zumindest weniger als die Hälfte. Mal gucken, wie viel Lebensenergie die haben. Kann ich jetzt mit Schild aufladen? Victory is a hand with your barb and selected right-click on the enemy brief valor to capture it and win. Okay, das heißt, ich muss gar nicht alles zerstören, sondern ich muss dann nur den Valu zerstören. Es dauert 25 Sekunden, bis der dann platt gemacht ist. Das dürfte ja dann später wahrscheinlich auch für meins gelten. Blutflecken. Okay. Victory. Gut. Weiter, 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 weiter.
Starting Followers plus 4. Musik bitte aus. So. Okay, jetzt sind die beiden Gebiete zur Auswahl. Dann sind aber eh beide gleich. Fuchsfuhr, Foothills und jetzt habe ich trotzdem nur einen Schlüssel, das heißt, ich kann eh nur eins von den Gebieten freischalten. So, Followers 10, Followers 4, Belief 450, Belief 250. Na dann. So, das sind jetzt die, das heißt, die Bonuskarten mit mehr, also die ich nur einmal wirklich verwenden kann, habe ich 4 zusätzliche Followers. Aber ich denke, das ist jetzt an der Stelle auch noch nicht notwendig, die zu nutzen. Dann auf die Shards. Followers Sifa, das heißt, meine Anhänger sehen weiter, aber die Frage ist, okay, jetzt hat er anscheinend auch wieder vergessen, dass er nicht im Vollbild starten soll. So, ihr seht jetzt schon wieder mehr als ich, weil natürlich das Ding jetzt nicht im Vollbild gestartet ist, weil das Ding jetzt nicht wieder im Fenster gestartet ist. Und deswegen wahrscheinlich gleich wieder abschmieren wird. Wie komme ich da jetzt ran? Ja, das. Jetzt kriege ich das Fenster wieder nicht groß. Ich weiß nicht, warum das Teil jetzt mit unterschiedlichen Vollbildmodi arbeitet. Okay. So, also los an die Arbeit hier. Helferlein. Ich wollte schon sagen, volles Eck, aber naja. Also. Kann ich wahrscheinlich wieder so einen Dauerklicker aktivieren. Okay, Dauerklicker funktioniert nicht. Muss alles manuell geklickt werden. Kann ich das nicht drehen? Kann ich die Map-Ansicht nicht drehen? Ich dachte, das war bei dem anderen schon drin. Ah, okay. Mit Q und E kann ich das, kann ich die Kartenansicht drehen. Wieso kostet eigentlich das, das Wegmachen von den Sachen? Das ist ziemlich blöd. Weil wenn das ganze Land bereinigen letztlich gar keine Energie braucht, dann muss man da ja nicht sehr mit haushalten. Da kann man einfach drauf losbauen oder einfach nur schnell im Endeffekt die Sachen da wegmachen. So, wie kriegt man eigentlich die jetzt wieder weg? Wenn die sich an Stellen angesiedelt haben, wo sie noch gar nicht hin sollen. Hör auf, da zu bauen. Sonst kann ich das Zeug doch nachher nicht mehr alles runter machen. Lief per Minute 10, maximale Kapazität 5. Next Auto Collection in ready. Your power is measured by the amount of belief your followers give you. Breeders in a boat will pray in intervals. Collect belief by clicking the bubbles above a boat. Okay, das Out. Ja, das hat wahrscheinlich mit dem Briefverlust zu tun, dass da im Endeffekt ein Auto-Collect aktiviert ist. Ich glaube, das gab es bei Godus, als ich es zuletzt ausprobiert habe, auch sowas. Wo ich dann, wo dann
dann im Endeffekt bestimmte Bereiche. Ja, ich glaube, das war das mit den Cities, wo man Cities dann gegründet hat, in denen letztlich das Belief automatisch gesammelt wurde und man dann zumindest nur noch über der gesamten Stadtfläche Belief einsammeln musste. Genau, wenn ich jetzt kann, wird automatisch eingesammelt und es lässt sich aktuell nicht einsammeln, weil natürlich der Speicher voll ist. Also geht es darum, die Zitadelle zu bauen. Ich kann ja eigentlich gleich 2 bauen, das war ja vorhin auch der Fall. War dann supported 2, wieder 14, das heißt the next level. Okay, es ist ein bisschen kleiner als bei der Level davor. Was war das? Ah, die Truppen sind fertig. Aber selbst da. Doch, das hat jetzt glaube ich was gekostet, oder? 66, 65. Also anscheinend nur, wenn sehr große Bewegungen, also wenn die sehr weit entfernt sind, kosten die was. Das heißt sozusagen, diese kleinen Sachen hier sind unwichtig, aber größere Sachen sind dann schon mehr. So, dann machen wir gleich noch einen zweiten Trupp. Und bringen den Trupp doch schon mal. Okay, da hinten ist das. Der hat auch einen Fortress. Okay, voraus. Doch, ich kann jetzt für den auch schon, obwohl das noch nicht fertiggestellt ist, kann ich schon sozusagen die Wegpunkte setzen. Und jetzt wäre die Frage, ob ich hier. Ah. Okay, dann werden sie einfach neu zusammengewürfelt. Mit Stärke 8. Hat ein bisschen die Bedeutung, dass die orange sind. Aber ich kann nicht mit Doppelklick dahin springen. Aber mit Rechtsklick. Okay, und die greifen automatisch an, was in Reichweite ist. Gut. Aber das heißt, letztlich brauche ich nur. Wobei, wieso haben die eigentlich keine größeren Blöcke hier gebaut? Die haben doch genug Platz, um auch größere Einheiten zu bauen. Aber gemacht haben sie es bisher nicht. Was? Jetzt greifen die nicht die anderen an. Das ist auch super. Die können sich auch automatisch verteidigen. Die haben sie nicht das Ziel gegeben, die anderen anzugreifen. Okay. So, heilen die jetzt in irgendeiner Form. Die sind jetzt zwar Sternchen aufgestiegen, aber die da nicht. Nein, nicht. So, kann ich die jetzt irgendwie reparieren? Geht mal hier hinzu und lasst euch mal wieder aussteigen. Okay, Bull Zitadelle kann ich jetzt zwar wieder machen. Okay, die sind jetzt in Reichweite. Heilen die jetzt auch? Geht hier hin zurück. Ihr wart doch 14, also komm hier hin zurück. Die heilen, okay, sie heilen auf jeden Fall auch. Ah, die sind jetzt schon von mir. Das heißt, die müssen nur im Bereich sein von meinen Städten. Und dann wird es auch. Dann rüsten die sich wieder aus. Gut. Das heißt, so geht zumindest dann die Erfahrung nicht verloren. Aber mehr als 5 Sterne können die wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, dann müssen die ja nicht hier drüben rumstehen, dann können die auch direkt da drüben neben den anderen Gebäuden bleiben. Jetzt haben die da schon wieder angefangen zu bauen. Also wie war das, dass ich die Dinger abreißen kann? Mal gucken. Hilfe.
Okay, es öffnet sich alles im. Okay, die Hilfeseite gibt es noch nicht. 404-Seite. Okay, die sind inzwischen drüben angekommen. Ah, okay, es geht weiter. Nach Goldsternen gibt es Platinsterne oder Silbersterne. Vielleicht ist das ja alles nur Bronze. So. Letztlich gibt es hier nicht wirklich viel zu tun. Warum werden die eigentlich nicht größer? Grashütte. Max Arc Capacity 5. Ich würde aber gerne, dass ihr auch wieder größere Dinger baut. Das war in Gottes doch schon ganz okay. Mit den verschiedenen Größen. Das Einzige, was noch ein bisschen schwierig war, war auch wieder das Verschieben von. Was ist da los? Okay, die einen sind jetzt schon voll, die anderen sind bei 14. Auf jeden Fall so eine Armageddon-Schlacht, wie es sozusagen in Populus gab, scheint es nicht zu werden. Habe ich hier eigentlich. Die sind immer noch bei 18. Ja, richtig, wenn die ja 5 so haben, dann ist da. Ist das heißt, dass sie können maximal bis Stern 8 aufsteigen. Wobei vorhin hatten wir ja auch, hatte ich ja auch bloß einen Stern dort stehen und die hatten ja auch schon gleich mehrere Sterne gemacht. Also das ist, glaube ich, nicht die Begrenzung. So, jetzt kann ich aber eigentlich direkt den Balut angreifen, weil gibt ja jetzt keinen Grund, die ganzen Gebäude einzeln abzufackeln. Und das Fortress muss ich ja, genau, Capture the Enemy Business Run. Ah, okay, da kommen jetzt die anderen raus. Und die Trottel. Ey, weglaufen. Okay, das mit dem Rückzug klappt nicht besonders gut. Okay, dann machen wir jetzt hier nochmal eine Zitadelle draus. Überfallen. Sind mich nicht besonders schnell zurück. Okay, dann greift man mal den Fuß an. Jetzt kommen dann gleich die nächsten. Aber anscheinend starten wir trotzdem mit einem Stern. Okay, das mit der Wegfindung ist immer schwierig, die Treppen da aufzubauen. So, was greifen die jetzt eigentlich an? Die greifen jetzt alles an auf dem Weg zu mir herüber. Und dann wird nach und nach so ein Ding abgefackelt. So, dann könnt ihr euch gleich mal dahin begeben. Wie oft hat der denn? Aber der hat noch Stern 5, das heißt, der kann nicht so viel, aber ich kann mir da nicht anschauen, wie groß seine Armeen sind. Ich kann keine Infos anschauen. So, also meine Armeen haben jetzt 21 und ist maximal Level 12. Ah, die laufen jetzt automatisch davon. Jetzt irgendwie gemeinsam klicken. Ja. So. Okay, und jetzt noch die dritte Armee aufstellen. Das heißt, die anderen bleiben jetzt erstmal da so lange stehen, bis die
bis die wieder soweit geheilt sind. Ja, die einen haben jetzt schon wieder bis Level, das ist dann Level 6 aufgebaut. Okay, also dieser Paukenschlag bedeutet, dass die selber wieder ihre Armee losschicken. Also das Schild. So, sind meine Armeen mit Schilden versorgt. Oder auch nicht. Hä? Ich hab die doch gerade mit dem Schild umgeben. Werden trotzdem verletzt. Also, Vormarsch. Eigentlich sollten die ja noch ein bisschen... Der kann ich jetzt schon wieder bauen. Das Blut funktioniert auch so ähnlich wie diese Goldsachen, die da unten gewesen sind. Guck zu. So, da laufen jetzt die kleinen Männchen schon wieder rüber. Sind da noch welche am Leben? Okay, die anderen siedeln jetzt da. Das interessiert das Militär erst nicht. Doch, da kommen sie wieder. Okay, die anderen erholen sich jetzt. Angreifen. Okay, damit ist das Militär schon Geschichte. So, mal gucken, ob ich jetzt schneller den anderen Wallo da angreifen kann. Im Vergleich, dass die Dinger da platt gemacht werden. Das dürfte ja wahrscheinlich auch von der Anzahl, glaube ich. Das heißt, das Ding... Das heißt, es ist sinnvoller vorher, das Griff... Nee, der hat die Armeen da rausgelassen. Okay, jetzt sind sie schon draufgegangen. Wieso kann ich hier eigentlich nicht die Map ziehen? Okay, jetzt funktioniert's. Achso, ja, rechtsklick, linksklick. So, mal gucken, ob wir die da noch rauskriegen. Okay. So, wieder eine Armee nachbauen. Und die soll dann direkt wieder hier rüberkommen. Und die anderen zwei können sich auch gleich hier aufstellen. Aber zumindest scheint er nicht sehr strategisch die anderen, also meine Gebäude wieder zu beseitigen, um wieder zu expandieren. Selber scheint da nichts mehr zu machen. Ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, parallel dazu auch nochmal nachzuschauen, wie es denn tatsächlich ja, im Godos jetzt aktuell aussieht. Also was tatsächlich die Spielelemente im Godos sind. Und naja, spannend wird es, ob sich die beiden Spiele in irgendeiner Form verbinden, wenn man ja eigentlich beim Start sozusagen auswählen kann, welches von beiden man starten möchte. Okay, die sind jetzt bei 6, bei 7. Die laufen noch. So, dann kann ich ja da nochmal ein bisschen aufrollen. Okay, wenn ich Rechtsklick mache, dann ist sozusagen auch Autokamera auf die. Das war doch dann schon wieder, dass die eine Armee loslassen. So, jetzt fangen sie an, meine Leute wieder anzugreifen. So. Was war das denn?
dieses Sternchen aufsteigen. Okay, dann versuchen wir jetzt gleich mal das Militärgebäude aus den Angeln zu heben, damit da keine Armee mehr nachkommt. Also letztlich einfach durchzulaufen und das Ding sozusagen nur den Valut platt zu machen, ist dann doch ein bisschen riskant, weil die Armeen dann doch zu kritisch sind. Allein das da, bis man die dann umgestellt hat, dann laufen die erst drauf zu, statt dass man die, dass die dann automatisch angreifen. Ja, die eine ist ja schon wieder fast ausgestorben. Und sie greifen auch nicht gezielt das Militärgebäude an. Hier greifen eigentlich jetzt nicht alle das an. Also ja, das Bauen scheint keine Ressourcen zu kosten, was dann natürlich auch ein bisschen lustig ist. Keine Ahnung, ob das jetzt noch vom Tutorial her stammt oder ob das auch später im Spiel so bleibt. Jetzt hat er natürlich schon zwei von denen aufgerieben. Die nächste Armee wieder. Also das ist ein bisschen unpraktisch, dass der da einfach nur die Dinger loslaufen lassen muss. Jetzt hat er schon wieder zwei Armeen gebaut, einfach weil das Ding anscheinend mit zwei versorgen kann und können die sofort wieder aktivieren. Das ist ja, dann lässt sich zumindest mit einer größeren Gruppe nicht so einfach drüber rennen. So, hier gleich mal wieder ordentliche Kanten machen. Ein Tuning, auch wenn es natürlich nicht viel bringt, weil das Level ist ja danach eh dann wieder weg. An. Ja. So ist es das. Weil zumindest deren Armeestärke anscheinend kleiner ist als meine. Na. 5, 4, 3. Scheiße. Okay, also er setzt seine. Doch, der eine Armee hat er schon wieder rausgestellt, die steht da schon wieder in Reserve. In der Hinsicht ist es dann doch recht umständlich. Mal gucken, ob nachher noch andere Truppentypen dazukommen. So, ist auf jeden Fall sinnvoll, die noch größer zu machen.
ich gleich noch eine vierte Armee aufbauen. Du kannst Sculpture an. Wieso, die sind doch schon tot. Haben die jetzt hier eigentlich in der Uniform verbessert, weil wir jetzt. Okay, das ist tatsächlich Bronze, Silber und Gold. Ansonsten werde ich zumindest vor allen Dingen die anderen Einheiten, die anderen Gebäude brutzeln. Auf jeden Fall scheint sich sein Valut überhaupt nicht zu mehren. Aber klar, wenn die Armeeerzeugung keinen Valut kostet, dann braucht man da natürlich auch nichts. Okay, ich kann die nicht irgendwie. Hat das jetzt funktioniert, dass die den Schild bekommen haben? Steht schon wieder die neue Armee. Nein, ihr sollt nicht den Valut angreifen, ihr sollt die Armee angreifen. Okay, jetzt haben wir die Armee im Blick. So, der eine ist jetzt gleich tot. Noch einer. Da ist die andere Armee, die natürlich nicht angegriffen wird. Super. Geht es natürlich darum, noch die. Kann ich doch genauso gut gleich an der Stelle aktivieren. Aber anscheinend sind die neuen Armeen können nicht die. Was macht eigentlich das Lager platt? Okay, jetzt ist das Militärgebäude weg. Also auf jeden Fall ist es ziemlich aufwendig, das Militärgebäude klein zu bekommen. Und es dauert letztlich generell 30 Sekunden. In der Zeit kann er natürlich regelmäßig die Armeen wieder aktivieren. Noch ein bisschen weiter rausgesungen werden könnte. Einfach um da ein bisschen mehr Überblick zu bekommen. Gut, das wäre. Ich glaube, 2 von 2 oder 3. Kommt da jedenfalls schon ziemlich lang vor. Also. Okay, diesmal gab es 2 Schlüssel, aber ich kann weiterhin nur eine Karte aktivieren. Gut. Ja, ne, super, die dehnen sich auch aus. Die Frage ist natürlich, was das nachher bringt, wenn die sich ausdehnt, was das dann für einen Unterschied macht.
Okay, das war die erste, zweite, dritte, genau, das war jetzt schon die dritte, das dritte Level. Ich vermute mal, dass man die Angriffe wiederholen kann und dann zumindest... Achso, die Frage ist natürlich, ob man dann auch die Schlüssel nochmal bekommt. Mal schauen. Okay, das ist jetzt die neue Belief-Karte. Habe ich noch gar keine weiter. Das hängt dann wahrscheinlich auch davon ab, je nachdem mit welchem Gott man spielt, welche Armee man standardmäßig besitzt oder bekommt. So, wonach richtet sich das eigentlich, wie viele Ländereien der hat? Wahrscheinlich nach der gleichen Anzahl wie bei mir. Das heißt, wenn ich 3 habe, bekommt die auch 3 zur Verfügung gestellt. Und die muss ich jetzt schon wieder an. Musik ist wieder an und das Vollbild ist auch wieder an. Man merkt sich die ganzen Einstellungen nicht. Okay, dann gibt es hier jetzt 3 Schlüssel. Need Keys. Okay, ich habe nur 2. Gut, dann da oben brauchen wir auch 3. Gut, dann mache ich jetzt hier noch eine Runde und dann reicht es für ein erstes Beobachten. Facial Glade contains 14 Camels, no one is acquired, so where they came from. From the Zebras in Disgrees, okay. Gut, dann auf in die Schlacht. Belief vom Abordos. Das heißt, ich bekomme jetzt nur, vorhin waren es glaube ich 5 oder 6 alle paar Sekunden. We will crush you. Okay. So. Okay, das sind die Feinde, die interessieren mich überhaupt nicht jetzt. Okay, ich bekomme die erstmal gezeigt. Weil ja, eine Karte oder so weiter gibt es nicht. Weiter rauszoomen kann ich auch nicht. Das heißt, der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat 7, 8 Einheiten von Beginn an. Oh, ich habe jetzt gar keine Karten rübergezogen. Ah, verdammt, jetzt habe ich kein Schild dabei. Toll, wie bekomme ich jetzt dich wieder weg? Okay, 9 pro Minute. Wie kann ich dich da irgendwie abschalten? Ich will nicht weiter reinzoomen. Muss doch irgendwie möglich sein, die wegzubekommen. Dann siedeln die mir allen möglichen Käse zu. So, das heißt aber, dass ich auf jeden Fall um einiges vorher die Armeen ausrüsten muss und aufrüsten muss, damit die später dann genug Platz haben. So, jetzt will ich nochmal gucken. 75. Ah ja, das eine ist zu tief, für das andere habe ich nicht genug Glaube. Das heißt, ich kann... Also entweder ist es extrem teuer, also bei dem hellblauen beginnt es an, sozusagen, zu zählen. Okay, aber ich kann an der tiefen Ordnung... Also da, doch, da kostet es was. Aber danach... Also die Ebene kann ich schon gar nicht mehr bewegen. Das heißt, ich kann ja nicht so beliebig ins Meer raus, sondern es ist generell blockiert. Da sind dann... sozusagen einfach die Sperren da, dass man nicht beliebig Land außerhalb der Insel letztlich aufbauen kann. Weil sonst ist ja generell möglich, an beliebigen Stellen letztlich hier das Zeug auszuweiten.
Das ist nur die Frage, ist das eigentlich ein halbes Belief? Oder dauert es einfach nur doppelt so lange? Ja, da kommen jetzt nur zwei raus. Das heißt, sonst sind ja in der gleichen Zeit eigentlich vorhin, glaube ich, immer fünf da drauf gestanden. Die Frage ist nur, was die Vorteile oder beziehungsweise was das Spiel interessanter macht, wenn man da solche zufälligen Gegebenheiten letztlich bekommt. Weil ich finde es jetzt noch nicht sehr von der Geschichte her irgendwie interessant. Also wie kriege ich jetzt diese Blöcke? So, wenn ich die hier mache, kriege ich hoffentlich dann... Ja, dann kriege ich die da weg, dann kann ich die zumindest zubauen. Und alles eine Fläche machen. So, Bäume wegklicken. Die schon mal weiter das Belief aufbauen. Das heißt aber letztlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja gerade mal Platz für vier Karten. Das heißt, so viel kann man dann eh nicht in so ein Match mitnehmen. Wenn ich das richtig gehört habe, ist das das jedes Mal dieser Gong, wenn der hier eine neue Armee aufgebaut hat. Das heißt, der kann jetzt bis Stern 7 das zusammensetzen. Hat aber jetzt auch noch nicht so viel Belief da zusammengebaut. Ah, okay, jetzt macht es doch langsam bemerkbar. Oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? 63? Ja, die grüne Ebene ist auch letztlich... dass die jetzt Kosten verursacht. Dann macht es das zumindest in der Hinsicht ein bisschen spannender. Aber es ist natürlich dann ja letztlich nur eine starke Verzögerung in der Hinsicht, dass ich jetzt dass das Belief jetzt so langsam generiert wird. Aber ich habe auch immer noch keine Möglichkeit gehabt, dass bei mir größere Hütten entstehen. Während der hier drüben hat der dort auf jeden Fall die größeren. Oder es hängt damit zusammen, dass ich dann wahrscheinlich da auch erst wieder Karten oder irgendwas freischalten muss, damit ich tatsächlich größere Hütten bauen kann. Weil das wäre eigentlich Käse. Warum kann ich denn die nicht aktivieren? Also das sind alles nur Grashütten und ich kann die nicht irgendwie zusammenschließen. Kann ich nichts machen. Ich frage mich auch vor allem, was es für Zwischenbelohnungen geben kann, wenn man das Spiel sozusagen vorher abbricht oder halt auch vorher dann Surrender macht, um dann festzustellen, so nach dem Motto, man hat schon ein paar Armeen erledigt und bekommt dafür dann auch eine Belohnung, weil Karten wird es ja dafür eigentlich nicht geben. Es gibt ja eh bloß eine Gesamtkarte und eine bestimmte Anzahl von Schlüsseln. Und ob es die anteilig für irgendwie Geländebesitz gibt, erscheint mir noch ein bisschen unlogisch. Not enough belief to scoot hier. Das heißt, weil ich nicht gleichzeitig scooten kann. Also ich weiß nicht, da scheinen mir ein paar Einschränkungen gemacht worden zu sein gegenüber dem Godus. Also entweder hat sich Godus das auch geändert oder das ist einfach sozusagen, um hier die Baumöglichkeiten irgendwie einzuschränken. Letztlich brauche ich hier vor allen Dingen noch eine ganze Menge mehr Häuser, damit im Endeffekt das Belief stärker generiert wird. Interessant ist natürlich, ob ich die Armeen umlaufen kann, weil ich habe hier letztlich die Möglichkeit, auf der rechten Seite sozusagen von hinten anzugreifen, statt frontal über diese Schiene. Und ob man die dann vielleicht auch ertrinken lassen kann. Das war ja zumindest bei dem anderen, glaube ich, an einigen Stellen möglich. Ja, kann ich auf jeden Fall nochmal testen, ob die vielleicht doch erweiterbar sind, bzw. verbesserbar sind.
wenn ich dann den nächsten. Also aktuell kann sie maximal bis Stern 3 und Größe von 12, weil es wäre ja eigentlich ziemlich blöd, wenn man die dann nicht aufrüstet. Oder beziehungsweise wenn sie nicht nachgerüstet werden, wenn man die wenn man die Zitadelle ausgebaut hat. Ja, ich glaube, bei Gordos gab es dann irgendwelche Optionen, wo man dann einschalten konnte, dass man irgendwie 5 Geländeebenen auf einmal belegt. So. Es werden wieder alles nur Grashütten angebaut, auch wenn die hier doch eigentlich ein bisschen mehr Platz haben müssten. Jetzt wollte ich eigentlich die Dinger damit einbeziehen, aber gut, dann beim nächsten Mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also Gruppengröße 12. Gruppengröße ist jetzt 16. Aber sie werden nicht aufgerüstet. Das heißt, ich müsste die eigentlich erst sterben lassen, bevor die dann auf die nächste. Bevor die dann von dem Update profitieren. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. So, der hat jetzt 16. Und der andere wird nicht aktualisiert. Den irgendwie auflösen. Das heißt, im Endeffekt muss ich das Ding so spät wie möglich letztlich bauen. Und solange mich der hier sowieso in Ruhe lässt. Sein Belief ist voll, aber er updatet seinen Fortress nicht. Das bleibt bei 7. Das heißt, glaube ich, aktiv macht er nichts. Kann sein, dass es jetzt noch daran liegt, dass es einfach nur die Grauen sind und noch nicht wirklich der rote Gegner. Ja, eigentlich ein bisschen aktiver werden sollte. Oder ich hoffe zumindest, dass er ein bisschen aktiver ist dann. So, ich sollte ja da oben nicht bauen. 402. Naja, dann werde ich mal versuchen, hier drüben noch ein bisschen die Ecke auszubauen. So, jetzt habe ich mit der Zitadelle hier schon mal die Wohnblöcke eingesammelt, die da oben standen. Und werde jetzt hier auch die Bereiche abtragen, damit die dann wirklich von unten besiedelt werden. Also beziehungsweise damit die Siedlungen alle auf einer Ebene liegen. Was sind das für komische Punkte? Laufen da irgendwelche Unsichtbaren rum? Ah ja. Ich habe unsichtbare Siedler. Ne, das ist ein Archer. Ich habe unsichtbare Archers. Ist ja interessant. Okay, zu der anderen Truppe. Ne, die stehen da drüben. So, nachdem sich die Archer aktuell nicht wirklich weiterentwickeln oder verbessern, dann werde ich die mal losschicken, um ja, hier drüben irgendwie ein bisschen die Armeen aufzumischen. Ja, auf jeden Fall habe ich hier keine Beschränkung darüber, die Karten scheinen relativ klein zu sein. Das heißt, ich komme da auch am. Hallo? Ich komme. Okay. Gut, wenn man zu weit an den Rand geht, ist das Ding jetzt auch wieder gerade abgeschmiert. Aha. Okay, das heißt. Das ist zwar abgecrasht, aber das war ja genau vorhin meine Frage schon, inwieweit man Belohnung bekommt allein dafür,
ja, anscheinend, dass man schon mal ein bisschen gebaut hat und letztlich einfach die Schlüssel aktivieren kann. So, hat die jetzt schon ein neues bekommen? Ne, die ist jetzt bei den dreien geblieben. Und so, der ist ja jetzt schon freigeschaltet. Aber ich habe jetzt schon 4 Schlüssel, das heißt, ich kann da nach oben gehen. Okay, aber belasse es jetzt erstmal für heute. Ich werde selber mal noch ein bisschen dann weiterspielen und gucken, wie sich das ja insgesamt ausnimmt und wie dann auch die erste Schlacht tatsächlich hier gegen Morrigan aussieht. Beziehungsweise werde ich euch dann nochmal wieder dazu holen. Und ja, das war der erste Blick in Godus. Beziehungsweise Godus war's. Und ja, mal schauen, inwieweit das Spiel irgendwann ein ähnliches Sense of Wonder bekommt wie Populous. Es wäre auf jeden Fall schön, hier mal wieder einen Nachfolger zu haben, der sich genauso spannend und motivierend spielt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!